Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Youngtimer App-Map-Projekt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zweite weitere Folge. So langsam verliere ich hier die Orientierung, weil das Gras ist auf dieser Map nicht so gut zu sehen. Da muss man entweder warten, bis es noch weiter wächst, oder ich muss mal hier die Schieberegel auf 100% stellen. Ich bin ja gerne ein Freund von Schieberegeln, wie einige von euch wissen. Oder ich fahre einfach mit Sicherheit an Stellen vorbei, wo wir noch nicht waren. Sehr gut, Garderol. Das war natürlich... Ja, besser konnte man es gar nicht machen. Ja, übrigens auch besser als gar nicht machen konnte es der JojoJPS. Wenn euer Kommentar hier vorgelesen werden soll, dann müsst ihr einen schreiben. Der schreibt, der Drescher ist das Beste am ganzen Paket. Ich war gerade erstaunt, dass es den auch im LS gibt. Wir hatten selber genauso einen und der hat 25 Jahre super gehalten. Ich finde das echt klasse, auch mal was mit älteren Maschinen hier in deinem Kanal zu haben. Und das ist halt sowas, was leider im Standard-LS fehlt, anders als zu Zeiten des LS13. Dem kann ich nur zustimmen. Deswegen für dich, mein lieber Freund, machen wir das. Danke für deinen netten Kommentar. Blöder Baum, geh weg. Also hier muss ich mal gucken, dass wir mal die Grasdichte hochstellen. Da ist das alles ein bisschen, da sieht man ja gar nichts hier. Ja, hervorragend, Garderol. Da sind wir wieder runtergeplumpst, nicht? Ja, das läuft bei dir. So. Ich würde sagen, das reicht auch für den ersten Schnitt. Das war mal ein Zaun. Und jetzt ist das nur irgendwie zu den Kühen hinbekommen. Ich würde sagen, ich kleiner Rebell. Ich mache das immer so wie eben. Von hier vorne. Habe ich denn so einen Knick in der Optik? Oder ist das Field of View, auf das ich jetzt alle schieben kann? Und was macht eigentlich unser Helfer? Der ist ja da am Pflügen, wie ein Bekloppter. Und warum liegt hier schon Gras? Ich habe noch gar nicht hier reingefahren. Hallo! Oh, ich bin das gar nicht gewohnt. Ach so, wir können jetzt noch rein. Mit so kleinen Stellen hier. Fast haben wir's. So, da kann man jetzt wunderschön hier voll machen. Okay, das hätte noch nicht gereicht. Wir schauen mal kurz, wie viel. Wenn das so ungefähr ein Drittel ist, soll mir das aber erstmal reichen. Ja, weil wir müssen noch Kraftfutter zusammenbasteln. Das kommt ja dann auch wieder on top. Das ist ja neu, ne? Das ist ja jetzt additiv. Also so neu ist das auch nicht, aber für mich war das noch halbwegs neu. So, das bedeutet, wir fahren mal hier rum. Dann packen wir die Maschinen mal wieder hier in die Halle. Und da seht ihr auch, warum ich hier Platz haben will. Diese Durchfahrgarage finde ich schon sehr wichtig. Gerade auch für den anderen Wagen. So, hier müssen wir auch nicht ran, denke ich mal. Dann machen wir das mal so. Und da hinten laufen die zufriedenen Kühe. Aber wir wollen jetzt natürlich... Genau, die Schweine müssen wir noch füttern. Der andere Helfer ist ja am Helfen, wollte ich gerade schon sagen. Der ist ja noch zugange. Das heißt, wir können da mal eben locker, flockig und vom Hocker das mal eben machen. Wir besuchen also erstmal den anderen Hof. Da müssen wir mal gucken, wie wir da am geschicktesten hinkommen. Und dann lagern wir die ganzen Sachen hier ein und um. Den Hühnerhof. Wir werden kein Hühnerbauer-Let's Play machen. Also das kann ich schon mal versprechen. Hühnerbauer-Let's Play. Wie heißt denn das? Hühnerfarm? Ach, du weißt ja, was ich meine. So. Nächste Frage. Das ist wieder eine dieser Quizfragen. Wie kommen wir jetzt da hin? Alter, da müssen wir ja... Ich fahr mal. Also,
Normalerweise immer die zweite Folge von jedem Let's Play Landwirtschaft, was wir hatten. Wir entdecken die Map. In diesem Fall, wir machen das in Folgenummer, weiß ich nicht, 560. Also, wo kommen wir denn hier lang? Wir müssen das auch ein bisschen merken. Die erinnert mich so ein bisschen an diese Belgique Profonde Map. Eh? Das ist ein Kompliment an die Modder. So, schauen wir uns mal an. Ach, das arme Flügen. Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Also, wir sind hier. Ich fürchte, wir müssen wirklich hier runter. Durchs Dorf. Ja, ich fürchte schon. Tja, gehört dazu. Das können wir demnächst mit Cosplay machen, vielleicht. Guck mal hier, da kommen schon die ersten Pflänzchen. Der erste Raps. Ja, gut, dass wir ein JCB haben. So, können wir hier abkürzen. Na, hier geht's weiß Gott wohin, aber ich glaube... Wir fahren über die Hauptstraße, bevor wir Experimente machen und irgendwo weiß Gott wo rauskommen. Wenn wir nämlich jetzt einfach mal weitergefahren wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon die halbe Miete. Das ist ja ein Problem, was wir damals hatten bei Micmap Manager und so. Es wurde einfach mit Cosplay, es wurde zu viel, die Leute haben den Überblick verloren. Also die Leute, einige der Zuschauer. Das ist natürlich schon so eine Sache. So, jetzt müssten wir hier nicht runter zum Fluss, sondern wir fahren über die Brücke. Begegnungsverkehr ist ja auch ganz schlecht. So, dann kommen wir jetzt zur Schafsfarm. Wir können ja auch Schafswolle machen. Das ist alles auch gar nicht mal so weit auseinander. Ja, wie Onkel Wusel schon sagte, wenn du hier mal alle Felder hast, dann hast du schon was gemacht. Hier ist ein Kollege von uns. Guck mal, der hat auch einen Trecker da stehen mit dem alten Emsland-Krone. Jetzt werde ich auch verpetzt. Schönen Dank auch. Ich habe einen goldenen, ob wir die hier wohl klauen können. So, hier ist wahrscheinlich hier der Abladeding zum Pferdehof. Aber wir fahren mal weiter. Wir wollen jetzt zu unserem Hühnerhof. Und da können wir hoffentlich hier durchfahren und müssen nicht außen rumfahren. So viel zu dem Plan. Chiptunes! Geht doch. Eieieiei. Ich dachte, das wäre der große Trecker hier doch. Ich schiebe schon. Okay. Auf jeden Fall hier nochmal, wie gesagt, großer Stall, beziehungsweise große Geräteschuppen. Können wir uns mal merken, wenn wir demnächst dann... Das wäre vielleicht ein Plan, wenn es uns wirklich so super gefällt, dass wir hier wirklich mehr als 40 Folgen oder so machen, dass wir dann das nochmal groß, in groß nochmal schön machen. So, wenn meine Theorie stimmt, können wir jetzt hier beladen. So. Ne? Wobei dieser Hof nicht so schön ist. Also... Da ist unser Hof ja 100-mal schöner. Sag mal, wie viel haben wir denn hier auf Lager? Ich dachte, es wären 11.000, aber es sind... Oh. Also, das ist jetzt aber eine Sache, die finde ich aber nicht gut. Wenn wir das alles verkaufen, brauchen wir ja gar nichts mehr machen. Oh. Was machen wir da denn? Also da bin ich jetzt echt enttäuscht.
Das finde ich auch nicht gut, muss ich sagen. Lass uns mal eben kurz schauen. Alter. Wenn wir das alles verkaufen, dann kriegen wir die nächsten Maschinen. Das ist ja jetzt echt blöd. Lass die wieder... wie machen wir das denn jetzt? Also das ist von mir auf jeden Fall so nicht gewünscht. Komm, einmal nutzen wir es jetzt. Einmal für die Schweine und dann ist Ruhe. Und dann lassen wir das Lager hier erstmal sein. Und nur wenn wir wirklich... Ja! Das ist ein cooles Lied. Und nur wenn wir es wirklich vollständig vergaloppiert haben, dann gehen wir darauf zurück. Ist das in Ordnung? Ich mag diese Cheaterei nicht. Ich habe ein sehr großes Gemächt. Dann brauche ich das nicht. Hm. Ist auch nochmal so ein Hof, ne? Auch sehr schön eigentlich. Das habe ich benutzt übrigens beim Airport-Simulator. Beim Airport Manager Dings. Als ich das Timelapse gemacht hatte. Da habe ich einfach mal das, was ich in 20 Folgen gespielt habe, nochmal gebaut, damit es mit dem besten möglichen Patchstand ist. Für euch da draußen, die Zuschauer, an den Empfangsgeräten nur das Beste hier bei mir. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Quengel, quengel. Boah, Frieda ist immer noch zugange hier. Oh. Eieiei. Na, man kann ich hier nicht mit. Es gab noch mal den Handgas-Mod. Der war cool. Konntest du den Helfer noch ein bisschen manipulieren? Denn. Weiß nicht, wenn so ein Helfer beim Mähen, ne, wenn der 5 km/h oder 7 km/h oder so fährt, dann musst du unseren Nachbarn sehen damals. Wenn der mit dem MB-Truck mal Gas gegeben hat, dann ging es aber voran. Euch schönes Wochenende, wann auch immer das Video kommt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Daumen hoch! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.